die Züge war, dass er davor, bis dahin, erst mal im Toilette war gewesen. Ja. Und hat er nicht gewesen und musste mit in die Nacht auf Toilette. Er musste überall runter. Ja, dann hat sie hier keine Freunde mehr. Und draußen auch keine Freunde. Das erst mal im Toilette und dann schlafen. Ja, ja. So geht jetzt auch noch. Wir machen einfach ein. Die Haken sind voor. Normalerweise sind die slaapzinnen ganz onder. Maar met hoog wasser zit dat aan een meter wasser drin. Want de slaven moest eerst bis hier zo in het wasser. En dan beslaven gaat dat niet. Dus we hebben ze gemaakt van, met hoog wasser kunnen we hier slaven. Maar hier slaven twee handmatten op één plaats. Eén slaapt hier en de andere slaapt eronder. Dus kunnen ze hier verslaven. Haben wir länger eingepasst, ne? Ja. Gibt es noch ein Bild? Okay, danke für. Ja. Ein Bild, wo die Handmatte drauf ist? Die Handmatte schon, die haben wir. Ja. Jawohl. Ein Profi, ja. Das sind 15 mal 25, das heißt, das ist 15. Warten Sie, Sekunde. Ich war gerade auf dem Kanonenloch da. So? Ist das besser? Ja. Also alles ist komplett nachgebaut, ne? Ja, ja. Nur das Einige ist, vorher machen wir das immer mit Öl, weil vier Soldaten immer ganz unten, die pumpen mal die Öl, die Kraft, um ihn hoch zu heben. Und jetzt machen wir das mit Luftrekompressor. Das ist ein 15 g 25, das heißt, das ist 15 cm und die Lob ist 15 mal 25 cm, das ist 3,75 m. So, stellt ihr hin. Bis hier, auf der richtigen Platz. Das weg hier. Normalerweise braucht man 16 kg Dynamit. En als ik jetzt abschieße, dan gaat hij niet daarheen, dan komt hij daarheen. Dus wat maken we dan? We maken het zo. Oké. Okay. Ik heb zo gehoord, van oben, wat de vijand daar is, via die splitbars, hebben we net open gezien, zo graad links, zo graad rechts, dan ga ik die op de richtige stellen zetten. Dit kanon weegt 7500 kilogram. Dat mag dat niet. Zo. Dan steht die jetzt in de richtige richting. Maar wenn die zo zit, ziet ze er over, ziet die zo, ziet ze er voor. Dus we maken dat jetzt gerade. Machen we hier mit. Jetzt is de richting goed. Dan gaan we abfeuern. We maken dat hier mit. Ganz oben. Bis 10 Zähle. Das habe ich gesagt. Von. Jeder hat eine Funktion. Du machst das, du machst das, du machst das und du machst das. War immer gut. Möchte die Feind in Fortkommen, habe ich gesagt, von. Dann machen wir das so, dass der Feind auch nicht laufen könnte. Wie machen wir das? Wir stellen alle Schrauben hier, sind eine schwarze Farbe drauf. Dann wird gesagt, gegen die Soldaten, alles was schwarz ist, drehen mal los. Dann kann ich von selber auseinander. So funktioniert das hier. Und mit den kleinen Kindern machen wir das immer so, was sollen wir abschießen. In Holland gibt es so ein Fußballstadion. Ja, das kam noch. Ja.
Wir waren jetzt mal 19 Matrosen und alle waren hier. Bei den 90 ist das 70 Soldaten waren hier. Und denk mal mit dran, dass wir ihn zur Sicherheit auch nochmal reinkommen lassen, ne? Sonst hast du hast immer so eine Hinleitung oder wie auch immer. Und das sind auch alles so Sachen, die früher hier bewahrt und benutzt wurden. Ja. 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 Normal war ich, ja. Ja. Und bitte? Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.